Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir wollten jetzt nochmal runter zu Lesters Gruft. Wir haben da ja ein paar Echsenmenschen von ihrem Leid erlöst. Wäre ich mal so nett zu behaupten. Und ich würde dann nochmal ein bisschen mich umsehen wollen, weil ich habe die Vermutung, da könnten noch mehr sein, einerseits. Und andererseits auch noch ein Drachenei. So, hier diesen Weg. Und dann hier rum war das. Dann da lang, meine ich. Wir hatten uns ja hoch zu Xaras geportet, weil wir hier ein bisschen uns aufladen mussten, wieder regenerieren. So, und dann müssen wir jetzt hier runter. Mir juckt die Nase auch die ganze Zeit schon mittlerweile. So, und Lester hat uns ja zum Glück geholfen. Ich hoffe, er hat noch genug Leben. Er hat volles Leben. Okay. Ich speichere hier einmal. Dann würde ich mal. Oh, Feuernessel. Würde ich mal in die Richtung gehen. Da sind noch ein paar. Also müsste hier irgendwo eine Höhle sein. Echsenschwert, noch ein Echsenschwert. Das heißt, hier jetzt speichern. Dann gehen wir mal dahin. Also ich gehe davon aus, dass hier eine Höhle ist. Tatsächlich. Hier ist eine Höhle. Ja, schön. Ich guck mal, ob ich den einen vielleicht so erwische. Okay, dann eher nicht. Lester. Nein, nicht von hinten. Verdammte Scheiße. Schön. So, komm. Autsch. Der steckt fest. Ist vielleicht jetzt Bug-Using, aber... Aber das speichern wir. Und eine Heilpflanze. Da ist nichts zu holen. Wo ist sein Schwert? Den kriegen wir bestimmt noch mal. Ja. Okay, da kommen noch mal zwei.
Alle erledigt? Kurz gucken. 13 Lernpunkte. Okay, aber hier waren wir schon mal. Aber hier ist jetzt ein Drassenei, doch. Einer war hier versteckt. Okay, dann haben wir den jetzt auch. Okay, hier in dem Bereich haben wir dann auch alle mal durch. So, wo sein Schwert ist, keine Ahnung. Kann ich den dort erkennen? Ne. Kann ich Lester Bescheid sagen, dass hier die Ex-Menschen weg sind? Ne, ich kann ihm nichts Neues sagen. Die Ex-Menschen sind weg. So, wo ist denn der Weg nach oben? Hier wieder raus. Da. Ja, nice. Haben wir auch geschafft. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Wenn wir jetzt uns noch einmal auf der Map umsehen. Denn hier haben wir jetzt, glaube ich, alle drei erledigt. So, das heißt jetzt dann die beiden dort bei direkt bei Corinnes vom Tor. Und dann den Weg hoch zum Richtung Leuchtturm, da müsste noch einer sein. Das war nicht der Ausgang. Ja, aber ich fand das auch schon interessant, dass hier jetzt auf einmal so viele Orks sind. Wir können nochmal bei Torlov in Stärke investieren. Wir bräuchten eigentlich rein theoretisch nur noch 10 Stärke. Würde jetzt vollkommen ausreichen. Und dann könnten wir die Drachenschneide nutzen. So. Aber hier haben wir dann alles fertig. Der Seite. Exadas. Finde ich super. Finde ich gut. Wir hatten ja gepennt gehabt, dann können wir hier eigentlich nochmal beten, ne? Nochmal Stärke, nice. Wir müssten öfters mal beten gehen zu Innos. Ich weiß nicht, hat das irgendwie ein Maximum? Irgendwie, dass man maximal so und so viel Stärke, so und so viel Geschicklichkeit, so und so viel Leben bekommen kann. Und dann das Ende? Würde mich nicht wundern, bei Darion hat das ja, war das ja genauso. Da hatten wir 1000 gespendet und dann war er vorbei. Dann wollte er keine Spenden mehr für Innos annehmen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt.
Warte mal. Hat er neue Heiltränke? Zeig mir deine Ware. Hat er überhaupt welche gehabt? Das war genauso, nope. Wie du sagst. Er hatte keine. Aber ich kann ihm jetzt meine alte Armbrust verkaufen. Man darf halt nicht alles kaufen, was man hat. Die behalte ich mal bei, aber ein Schwerter und schwere Ork-Axte. Sowie das rostige Schwert. Das schon gedacht. Das kann ich noch verkaufen. Die magische Armbrust, die behalte ich mal. Wo hast du das denn schon wieder her? Von mir erfährt keiner was. Warte, was ist das? Schwarzes Erz. Ich habe da meine eigene Meinung. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Ich hab's ja, die behalte ich gehört. Mal bei. Einfach für den Fall, dass man das doch noch für irgendwas anderes gebraucht. Gürtel der Kraft, den braucht man nicht mehr. Ich hab mir das schon gedacht. Wir haben schon einen Gürtel der Stärke. Von mir erfährt keiner was. Was ist denn das? Eine Nachricht? Pfandbrief? Von mir erfährt keiner was. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Silvestros Notiz. Ich hab was anderes gehört. Das war doch ich habe jetzt sonst nichts mehr, was ich so verkaufen könnte, oder? Er hat auf die falschen Leute gehört. Turmschlüssel. Ich kann das nicht glauben. Das wundert mich nicht. Bergkristall, komm, kann weg. Wir können nur abwarten. Und die Kohle kann weg. Das ist doch die Besen können. 92 haben wir. Interessant. Ich habe mir das schon gedacht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Hat er Heiltränke? Zeig mir deine Ware. Essenz der Heilung. Waldbeeren. Brot und Wurst hätte er. So was hier hätte er noch. Leichte Wunden heilen. Wie sieht's in der Stadt aus? Wie sieht's in der Stadt aus? Bisher gibt es nichts Neues. Schau später mal wieder vorbei. Zeig mir deine Ware. Warte mal, was hat er hier? Geschicklichkeitsbonus. Okay, der hat nur Geschicklichkeitslassen. Aber er hatte hier auch noch mal ein paar Bolzen. Wie viele Bolzen haben wir? Ich habe mir das schon gedacht. Könnt ihr die Pfeile verkaufen und den magischen Pfeil? Ja komm, die nutzen wir eh nicht. So, weg damit und weg damit. Und dann gönnen wir uns dafür die Bolzen. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Das hat er doch vorher gewusst. Das war schon vorher. Bolzen sind mir irgendwie wichtiger, weil wir einen Stärkecharakter spielen. Elvridge, Torben. Hey, du! Kannst du mir Dietriche verkaufen, wenn ich noch welche habe? Okay, Mana kriegen wir hier. Und hier nochmal sowas. Ein silberner Ring. Was mit Brian? Hat er noch was? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiede. Schmiederohrlinge ist jetzt nicht dabei. Folteraxt ist das Beste, was er hat. Nein. Nix, was ich haben will. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe was anderes gehört. Gehen wir nochmal zu Halvor, hieß der, glaube ich, oder? Der müsste doch bestimmt was für uns haben. Und Martin müssen wir auch nochmal hin. Irgendwann muss der es tun. Komm wieder, wenn du es selber. Okay, ich hab nix. Zeig mir deine Fische. Keine Ahnung. Okay, der hat nur einen normalen Fisch. Jemand wird dafür büßen müssen. Das anders. So, wir quatschen mal mit Martin. Der hat doch bestimmt Heiltränke.
Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Martin. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Okay. Runenschwert hat er. Das ist das Beste für 100, also mit 110. Ring der Eisenhaut. Ring der Kraft. Nochmal Stärkebonus, okay. Erzbrocken. Warte mal. Die Ringe. Lebensenergie und nochmal Lebensenergie. Ich lasse das mal. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das Ding sein wird. Ob wir den noch brauchen werden. Das leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich glaube da nicht sagen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe was anderes. Da drin muss es doch auch noch was geben, ne? Er erzählt alles weiter. Er redet einfach zu viel. Der erzählt dich gar nicht aus. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Der hat noch Dietriche. Das war's. Mehr kriege ich hier jetzt auch nicht, ne? Mein Mann sieht das anders. Der erzähle ich. Gehen wir mal hier. Ich habe, glaube ich, mit. Kann ich mit ihm nochmal reden? Fellern? Ich glaube da nicht dran. Sag mal, ist alles klar bei dir? Das Dach wird immer schlimmer. Beim nächsten Regen steht das Wasser bei mir bis zu den Knöcheln. Das ist alles deine Schuld. Okay, der ist nicht gerade glücklich deswegen. So, Alvin? Und, was machen die Schafe? Und, was machen die Schafe? Auf Dauer ist es ganz schön langweilig, den Schafen beim Fressen zuzusehen. Okay, nichts Neues. Schaf, Schaf, Schaf. Stimmt, hier gibt es noch eine. Ne, hier, Lucy. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass an den Geschichten über die Drachen etwas dran ist. Dann wird Lord Hagen gezwungen sein, etwas zu unternehmen. Er kann uns hier nicht einfach den Drachen ausliefern. Okay, nichts Neues. Da will ich mich nicht nochmal hinwagen. Auch wenn ich die bekämpfen könnte, also... Ich glaube da nicht dran. Locker würde ich die fertig kriegen. So, Konstantino, mit dem könnten wir nochmal quatschen. Der hat doch bestimmt Heiltränke. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, hier hat er was. Goblinbären, Geschicklichkeit. 3 Stück. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Was macht das? Schutz vor Feuer 10. Feldknöterich. Snapperkraut, Kronstöckel. Hat mich jetzt ordentlich Geld gekostet. Die göttliche Kraft der Gestirne. Kann ich seinen Alchemietisch benutzen? Heiltränke brauen. Sense der Heilung, 2 Heilpflanzen, 1 Feldmütterich. Stell ich mal ein paar her. Brauchen wir. Ich hoffe, ich krieg das hin. Also nicht mit, hergestellt kriegen wir das, aber
dass sie das noch vor, bevor eine halbe Stunde um ist. Ansonsten muss ich ein kleines bisschen überziehen. Und ich hoffe, dass das reicht, was ich da im Inventar habe. Wie viel habe ich noch? Unkraut, Feldknüterich 36 Stück. Kronstock bleiben noch 3 Stück. Heilwurzeln, Heilkraut, Heilpflanze. Guck mal, ob das reicht, also ob das egal ist, was für Heilpflanzen ich habe. Zu wenig Rohstoffe. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes herstellen könnte. Zurück. Spezielle Tränke brauen. Kann ich nichts. Kann ich auch nichts. Okay, ich habe jetzt 38, 24, 17 und davon immer noch eins. Ich habe ein bisschen wieder produziert, immerhin. Dann lege ich mich aber trotzdem einmal lieber schlafen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur nächsten Höhle. Beziehungsweise, warte mal, nicht hier, ach, Urshak ist neu. Ich habe meinen alten orkischen Freund Urshak gefunden. Er hat es immer noch nicht geschafft, sich bei seinem Volk Gehör zu verschaffen. Er ist immer noch ein Ausgestoßener. Urshaks Plan sieht vor, sich mit dem Ork-Schaman Hoshpak zu treffen, damit er Urshak wieder seinen alten Platz im Rat der Schamane zurückgibt. Hoshpak ist tot. Mein Ork-Freund hat sich auf den Weg zu Hoshpaks Zelt gemacht. Er traut um seinen Mentor. Sollt ihn ziehen lassen. Dracheneier? Ist immer, Dracheneier ist immer noch nicht voll. Wart ein Ort, an dem Inos, ich finde, wir sollten Urshak noch mal besuchen. Belia keine Macht hatten. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Und an diesem Ort. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ach so, das ist die, Dings. Ich dachte schon, wer redet denn da? So, wir gehen hier hin. Hier gibt es bestimmt noch ein paar von den Viechern. Beziehungsweise ich gucke nochmal auf dem Map. Ah, okay. Ich weiß schon, welche Höhle. Aber dann gibt es hier nochmal zwei. Das sieht so aus, als könnte man da hochklettern. Das werden wir noch machen, definitiv. Ich speichere einmal. So, wo war hier nochmal die Höhle? Da hinten, glaube ich, ne? Ich glaube, die war da. Nee. Wo war sie denn, ne? Da vorne. Hier. Thank you.
Okay, die sind wirklich bis hierhin vorgedrungen. Ist aber auch echt ganz schön weit, wo die vorgedrungen sind. Ich guck erstmal hier links. Okay, hier ist nichts. Dann müssen die wahrscheinlich hier sein. Rechts vom Eingang. Erledigt. Ah ja, stimmt, hier war ja die Dings. So, einmal eine Fackel, damit ich auch besser sehe. So, hier ist ein Drachenei. Eine Orkstatue. Gut, dann können wir die Fackel wieder absetzen. Ja, okay, das war die Höhle. Dann würde ich mal eigentlich diesen einen Weg da hochklettern wollen, weil das sieht für mich wirklich aus, als wäre das dafür da, um da hoch zu klettern. Ich speichere einmal für den Fall, dass wir runterfallen sollten. Nein, zu weit. Okay, aber überlebt. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Höhle gemeint wird. Beziehungsweise, ich gucke nochmal, ob ich hier... Ja, hier kann ich auch hoch. Hier aber wieder nicht. Aber wir haben es überlebt. Noch ein Heilground. So, jetzt ist die Frage, wo war hier eine Höhle nochmal? Hier hatten wir ja mal eine gehabt, wo wir irgendwie rausgegangen sind. Heilpflanze. Hängt das hiermit zusammen? Ja, über uns ist die eine Höhle, glaube ich, oder unter uns. Ich glaube, er unter uns war sie. Ah, wir sind jetzt bei Akils Hof, okay. Hier runterspringen, keine gute Idee. Dann gehen wir den Weg normal hier so runter. Wenn ich den Weg wieder sicher runterfinde.
Oder auf diese Art und Weise. Geht auch. Pilz und Butlerfleisch. Perfekt. Oder da unten. Das ist nicht Lesters Tal. Gab es hier nicht irgendwo mal eine Treppe, die darunter führt? Hier, da ist er doch. Oh, ich hatte hier ein paar Sachen übersehen gehabt. Schön zu wissen, dass ich ein paar Sachen vergessen hatte. So, nochmal speichern und den Schattenläufer kümmern wir uns auch mal. Diesmal sind wir ja stark genug gegen den, ne? Leichte Armbrust nehmen wir mit, da ist eine Höhle. Da sind noch mehr Wargs. Ich speichere trotzdem nochmal. Gleich so viele. Umdrehen! Okay. Haben wir sie alle? Und das können wir nochmal speichern. Hat mich gewundert, dass wir hier das alles links liegen gelassen haben. Oder kam die neu hinzu? Sumpfkraut, perfekt. Noch mehr Sumpfkraut. Hier ist halt Wasser, aber mehr ist hier jetzt auch nicht. So, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Ich wollte mal gucken, habe ich einen Heilzauber?
Erster Kreis. Mana kosten 10, Heilkraft 200. Mittlere Wunden heilen habe ich. Das ist mir nicht aufgefallen, dass ich das habe. Ja gut, dann... Oder habe ich die gekauft gehabt? Stimmt, ich glaube, wir sind wegen dem Schattenläufer nie darunter gegangen. Die Höhle machen wir noch eben. Gucken wir nochmal auf dem Map. Ah, okay, das ist die Höhle. Alter. Erschrecken die mich hier. Ah, okay, das ist die Höhle. Und da sind Echsenmenschen. Und Goblins. Schwerter zu plündern. Ich glaube, ich sehe da noch einen Drachen. So, dessen Äste nehmen wir mit. Die haben immer einen Reserveast, glaube ich, dabei. Bei mir ist das nicht hier. Okay. Habe ich gerade 2 Eier eingesammelt? Da geht es sogar noch weiter. Wollte ich nicht. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Warte, da war noch was. Ne, Goblin. Zu viel alt. Und noch eine Steintafel. Wir hätten hier viel früher mal reingehen sollen. Apropos Steintafel. Was für eine? Steintafel der Stärke 1? Stärke haben wir auch 153 mittlerweile. Nice. Die Soundkulisse gefällt mir gerade gar nicht.
Das hört sich nach Mauritz an. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Aber okay, cool, dann haben wir die Höhle jetzt auch mal gesehen. So, dann können wir ja gehen und uns um die nächsten Höhlen mal kümmern. Hier dürfte ja gar nichts mehr sein, ne? Also keine Wargs, keine Orks, keine Echsenmenschen, Ratten oder sonstiges. Und ich schäme mich ein bisschen, dass wir nie uns um diesen Schattenläufer gekümmert hatten. Und dann einfach irgendwann abgehackt hatten, so gesagt hatten, also ich zumindest war so doof und habe gesagt, dass wir da unten schon durch sind. War nicht der Fall. So, stellt sich jetzt nur die Frage, wo ist die Höhle hier vorne? Irgendwo hier ist eine Höhle. Die müssen wir finden. Oder ist das die eine Höhle, wo die Banditen drin gelagert hatten? Oder ist sie doch vielleicht da oben? Ich weiß es nicht mehr. Leben haben wir ja noch genug dafür. Nee, das ist eine andere Höhle. Ich habe da was gesehen, glaube ich. Ein Schaf. Okay, die Höhle können wir auch als abgeschlossen zählen. Niemanden verraten, ja? Ja, aber echt, wo war dann die Höhle, die wir hier jetzt suchen? Kraut. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja, ich habe sie gefunden. Und ich hatte sie sogar schon mal gelootet, okay.
Okay, neuer Tagebucheintrag. Nee, da wollte ich nicht drauf. Ich wollte. Oh. Wo war denn das? Gefälschte Minenanteile? Achso, okay. Die Teleportsteine. Der Teleportstein in der Höhle östlich zur Hafenstaffel zur Taverne zur Toten Harpy. Ah, okay. Ich muss nur einmal wieder zurück. Okay. So, dann würde ich sagen, die nächste Höhle, um die wir uns kümmern, ist die da oben im Norden, also nördlich vom Leuchtturm. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.